Moin und willkommen zu einem weiteren Video hier bei Gradwerk Pfalz. Nachdem das letzte Video zum Wevo Ultraschallbecken scheinbar gut bei euch in der Firma ankam, hat mich Wevo erneut kontaktiert. Dieses Mal geht es um einen hydraulischen Hubwagen. Der Link ist wie auch beim letzten Mal in der Beschreibung. Aber fangen wir von vorne an. Der Hubwagen kam super schnell als großes, schweres Paket an. Also schnell ausgepackt und zusammengebaut. Das geht recht schnell und auch recht einfach, auch wenn teilweise nicht alles auf den Abbildungen zu erkennen war. Zur Funktionsweise. Es gibt einen Fußhebel zum Aufpumpen, einen Bügel als Absenksicherung, und ein Pedal zum Ablassen. Der Wagen kann mit diesen Schrauben festgesetzt werden, zum Beispiel wenn man damit ein Fahrzeug ohne Ständer auf einer Hebebühne anhebt, damit sich der Hubwagen dann nicht bewegt und das Fahrzeug herunterfällt. Damit generell nichts runterfällt, sind auch zwei Spanngurte dabei. Und nun auf zum Test am Fahrzeug. Unsere 429er Superkombinette hat aktuell keinen Hauptständer, da dieser repariert bzw. nachgefertigt wird. Mit diesem Hubwagen kann man das Moped nun am Motor hochheben. Da dieser allerdings von unten uneben ist, müssen ein paar Holzbrettchen untergelegt werden und das Moped dann runtergebunden werden. So kommt man nun ohne Probleme an die Ständeraufnahme, die Räder, die Gabel und so weiter. Man könnte sogar das ganze Moped zerlegen. Ich könnte mir vorstellen, eine Aufnahme am Hubwagen anzubauen, mit der man einen Rahmen am Motorhalter aufnehmen könnte, damit man dann ein Fahrzeug zum Beispiel außenrum aufbauen kann, wenn zum Beispiel die Räder noch nicht fertig sind. Oder natürlich auch, wenn man Räder an einem Fahrzeug nur einspeichen will. Hat man nun andere Arbeiten oder benötigt Platz, da kann man das komplette Fahrzeug, sogar ohne Räder, einfach zur Seite schieben.
Für unsere Werkstatt ist der Hubwagen definitiv ein nützliches Werkzeug und ich bin sehr zufrieden damit. Und ihr werdet ihn bestimmt auch noch in vielen Videos sehen. Falls ihr nun auch einen haben wollt, schaut mal in die Videobeschreibung. Dort befindet sich ein Link, für den wir eine kleine Provision bekommen, mit der wir dann weiterhin für euch Videos produzieren können. Und vergesst auf gar keinen Fall den Rabattcode VVGDS5, um 5% Rabatt auf euren gesamten Einkauf zu bekommen. Ja, und sonst kann ich dann nur sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und weitergeholfen. Lasst ein Abo da und bis zum nächsten Mal bei Gradwerk Pfalz.